So ein Leben funktioniert natürlich nur dann, wenn man einen klaren Tagesablauf hat und seine fixen Routinen. Das heißt, in meinem Leben existiert Training, Ernährung und Business. Und mir war es jetzt am Anfang am wichtigsten, dass ich so schnell wie möglich einen klaren Tagesablauf habe. Das heißt, in Bezug auf Training, wo ist das nächste Fitnessstudio, wann gehe ich am besten trainieren? Das heißt, in Bezug auf Ernährung, wie und wo komme ich auf meine Kalorien und Makros? Und in Bezug auf Business, wo kann ich am besten arbeiten? Und wie eben jetzt ein Tag bei mir ausschaut, aktuell auf Bali, das zeige ich euch in dem Video. Der Tag fängt immer mit der Waage an. 79 Kilo. Und so schauen 79 Kilo aus. Nachdem dass ich dann in der Früh duschen war und 1 Liter Wasser getrunken habe, nehme ich mir immer meinen Block, setze mich hin und schreibe meine Tages-To-Dos auf. Lieber weniger und dafür erledige ich die alle, weil es wird zu viel und du hast am Tag 5 offen. Ist einfach besser für den Kopf. Plus, ich schreibe auch jeden Tag meine Ziele auf. Das heißt, meine Ziele in dem Jahr, für nächstes Jahr und für die nächsten 3 Jahre. Damit ich exakt weiß, wo will ich hin und von diesen Zielen nicht meinen Fokus verlieren. Nachdem dass ich schon all geführt und gebetet habe, gibt es den ersten Kaffee. Ja, ich tue beten, jeden Tag, schon sehr, sehr lang, aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verstehe ich unter Gott. Oder nenne es, wie du willst, sag Leben dazu, sag Universum dazu, was anderes, als was du darunter verstehst. Aber um das geht es jetzt in deinem Video nicht, kann ich aber gerne mal ein anderes Video dazu machen. Zusätzlich zum Kaffee checke ich jetzt das erste Mal mein Laptop, sprich meine Mails. Sag einmal, habe ich da was auf der Nase? Nein. Checke das erste Mal meine Mails plus. Schaue ich das erste Mal auf mein Handy. Das heißt, das erste Mal Social Media, das erste Mal WhatsApp. Vor dem Training gibt es eine Banane oder Reiswaffeln. Heute nehme ich Banane und zusätzlich nehme ich 1,5 Liter Wasser mit. Also, das ist der Pool von meinem Quartier, da wohne ich. So schaut das da aus. Es ist jetzt 7 in der Früh. Ich bin seit 6 in der Früh munter und bin jetzt am Weg ins Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist ungefähr 2-3 Kilometer, glaube ich, sowas weg. Ich schaue, dass ich immer vor meinem Quartier einmal ein Stück zu Fuß gehe, damit ich einfach auf meine täglichen Schritte komme, weil am Ende vom Tag brauche ich dann 12.000 Schritte, mindestens aktuell. Und ich schaue halt, dass ich halt immer irgendwo immer ein Stück zu Fuß gehe, bevor ich dann umsteige auf diese Taxi-Mobiles, die was es halt dann da gibt. Also es gibt die sogenannte Grab-App, das ist halt sowas wie Uber, wo du entweder normale Taxis, also Autotaxis bestellen kannst oder Mobile-Taxis. Ja, nur der Verkehr da, oder, ist jetzt in der Früh nicht so tragisch, aber ab 10 Uhr am Vormittag sind die Straßen bombenvoll. So, wenn du mit einem Auto fährst, bist du die erste Sau.
In der Regel schlafe ich 7 bis 8 Stunden und stehe zwischen 5 und 8 in der Früh auf. Und das eigentlich jeden Tag. Also ich habe das Problem ja nicht, dass ich irgendwie in der Nacht fortgehe oder sowas und erst um 3, 4 in der Früh ins Bett komme und dann bis am Vormittag schlafe. Das existiert in meiner Welt nicht. Für mich gibt es nur Schlaf, früh aufstehen und ausgeruht sein. Fit sein für den Tag und weiterbringen. Verstehst du, Bratte? Hello, my brother. Yes. Let's go. Yes. Wait a minute. Wait. Okay. Let's go, Brate. Okay. Thank you, my brother. Thank you very much. Have a nice day. Ciao. In dem Gym bin ich die Woche noch trainieren. Morning. A day pass, please. Thank you. Sorry. Dear Mike. Thank you. Heute steht Beintraining im Programm und wurscht vor welchem Training, ob das Push-Pull-Beine ist, ich gehe immer 20 Minuten vor aufs Laufband. Wie ich vorher schon gesagt habe, trainiere ich Push-Pull-Beine und der Trainingsplit ist so auf der 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Mit dem fahre ich sehr, sehr gut, mit dem komme ich sehr, sehr gut zurecht und da ist es auch so in Bezug auf Training, du musst für dich selber herausfinden, was am besten für dich passt und was am besten für deinen Alltag zum Umsetzen ist. Heutiges Beintraining schaut so aus: Adduktoren, Beinstrecker, Beinbeuger, Beinpresse, Rückenstrecker, Waden und dann noch eine Übung für den Bauch. Jetzt noch ein Training, wie immer, Kältebecken gönnen. Angenehm bleiben, angenehm bleiben. Muss nur aufpassen, dass man das Handy nicht reinfliegt. Beintraining ist erledigt. Das heißt, Morgenroutine check, Training check und jetzt geht's zurück zum Quartier. Wohnen tue ich jetzt aktuell in Seminyak. Ich hoffe, das spricht man so aus. Wann nicht, ist mir auch wurscht. Und dann sage ich euch, wie der Tag weitergeht. Und wie vorher auch, gehe ich einmal das erste Stück zu Fuß in Richtung Heim zurück. Und dann bestelle ich wieder am Obertaxi. Und den Rest fahre ich dann Schritte sammeln heißt. Du musst halt irgendwie schauen, dass du auf deine Schritte kommst. Jetzt schon, lass uns springen. Bevor ich jetzt duschen gehe, gibt es noch 40 Gramm Proteinpulver. Habe ich mir extra gekauft, weil ich ja, relativ schwer sonst auf meine Proteine komme. Und Reiswaffeln gibt es noch. Natürlich meine Waage von daheim mitgenommen.
also da 40 Gramm Zucker gönnen. 46 ist in Ordnung. Füllen wir das mit Wasser auf. Dann wird das Ganze geschiedelt. Aktuell ist sie 2870 Kalorien, davon sind 200 Gramm Eiweiß. Damit ich auf mein Eiweiß komme, habe ich mir jetzt zusätzlich ein Proteinpulver gekauft. Daheim, wie ich in Österreich gewohnt habe, habe ich sehr, sehr selten Proteinpulver konsumiert, weil meine Makros oder beziehungsweise mein Eiweiß sehr, sehr leicht über die Ernährung aufnehmen habe können. Dadurch, dass ich da jetzt aber nicht mehr selber koche und dreimal am Tag essen gehe, muss ich schauen, dass ich irgendwie zusätzlich eben auf mein Protein komme. Und das mache ich durch einen Eiweißshake, trinke ich zweimal am Tag. Wie meine Ernährung ausschaut, welche Mahlzeiten dass ich esse, wenn ich essen gehe, das seht ihr dann eh später. So, ich glaube, das ist mein Brate. Michael? Servus! Hello! Let's go, Brate! Let's go! Meister, thank you very much. You're Have welcome. A nice day. Thank you, you too. Hello. Hello, how are you? Servus. Good? I'm fine, and you? Good. Good, my friend. Milk and Madu. Bei yeah, uns? In Austria it's called Melipa. Yeah, good, yeah, good. Yeah. Ja, bist du so ein Leid. So, da sind relativ viele Leute. Ich muss mir das echt anschauen, ob ich mir das da antue. Ich war noch nie. Eigentlich wollte ich da arbeiten, aber im Grunde soll es kein Problem sein. Es ist jetzt 12 Uhr zum Mittag, eigentlich wollte ich mir da jetzt was zum Essen bestellen, aber die haben, keine Ahnung, mein Standardmenü, das was eigentlich überall ist, nicht. Vielleicht haben sie es, vielleicht habe ich es nicht gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich irgendwo anders jetzt hin und bestelle mir mein klassisches Menü, und zwar Chicken mit Reis, ein bisschen Gemüse dazu und das war's. Das ist ja dreimal am Tag. Simpel, einfach, unkompliziert. Ich weiß, was ich kriege. Ich kann ungefähr einschätzen, wie viel Makros zur Portion hat. Im Daumen mal Pi sagt man 150 Gramm Hühnchen, 50 Gramm Reis, 100 bis 200 Gramm Gemüse und ja. So 10 bis 15 Milliliter Olivenöl nehme ich da einfach zum Tracken. Und natürlich tracke ich das nicht jeden Tag, das tracke ich genau einmal. Schau, okay, was muss ich essen, damit ich auf meine Kalorien komme und auf meine Makros komme. Und dann esse ich das einfach jeden Tag. Und wenn wir mal mit den Kalorien aufgehen oder runtergehen, dann passe ich das Ganze einfach wieder an. Und so funktioniert das. So ist es einfach, so ist es unkompliziert, so ist es wurscht, wo ich bin. Ich kann das easy umsetzen. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, ist ja fad, wenn man dreimal am Tag Hühnerfleisch mit Reis isst. Ja, ja, du musst am Ende des Tages musst ein bisschen Kompromisse eingehen. Entweder du isst jeden Tag unterschiedlich und musst jeden Tag tracken, dann wird es aber uninteressant. Ja. Weil dann, das braucht halt dann wirklich ein bisschen Zeit. Also nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Oder du machst es einfach easy. Trackst es einmal und isst dann einfach jeden Tag dasselbe. Was halt da nicht so schlecht ist, dass das Hühnerfleisch mit Reis überall ein bisschen unterschiedlich schmeckt. Von dem her. Aber es ist mir grundsätzlich auch wurscht, wenn das immer gleich schmecken darf. Mir geht es in erster Linie darum, dass ich auf meine Kalorien komme, auf meine Makros komme und der Geschmack ist für mich eher zweitrangig.
Thank you. In der Regel 4 Liter Wasser am Tag. Also 1 Liter sofort nach dem Aufstehen, 1,5 Liter im Fitnessstudio und über den Tag dann auch noch verteilt 1,5 Liter oder sogar vielleicht noch mehr, vielleicht hat es sogar 4 bis 5 Liter am Tag. Das ist meine erste Mahlzeit. Wir haben Chicken und Reis. Viel war es halt nicht, aber am Ende des Tages muss man halt dankbar sein für jeden Bissen. Dankbar bist du, wenn es dir blieb. Ich habe jetzt nur vorher von unten aufgeguckt, als es ein bisschen ruhiger war. Und die ersten paar Kunden einen Check-in gemacht haben. Jeden Montag und Donnerstag sind Check-in-Tage bei den Coaching-Klienten, wo sie einfach dann ein Feedback kriegen. Und oben war es ruhig, als habe ich aufgeguckt und habe die ersten Feedbacks gegeben. Man muss sich aber vorstellen, die Portion Hühnerfleisch, was ich gekriegt habe, da habe ich schon die doppelte Menge bestellt. So, das ist alles so ein bisschen schätzen und nach Gefühl und in der Früh schauen, wie viel Kilo habe ich und die Form im Spiegel anschauen. So eine Mischung von dem ist das einfach. Aber ich glaube, jetzt so die ersten paar Tage, was ich da bin, habe ich das Ganze von der Ernährung her sehr gut im Griff. Und wie gesagt, am Ende des Tages kann ich auch nur schätzen, die Ernährung. So ist das halt dann einfach. Verkehr auf Bali ist ein Traum. Also mit dem Auto da fahren, brauchst du für ein paar Kilometer eine Stunde, bis du mit dem Auto fährst. Es ist jetzt 15 Uhr, ich bin jetzt einmal daheim, ich habe jetzt noch 2 Feedbacks gegeben und jetzt werde ich da einmal gar irgendwo vier schauen in Ort. Ich brauche dringend Wasser und ich brauche Schlapfen. Weil ich renne die meiste Zeit mit meinen weißen Sneaker und mit weißen Socken herum. Und es war halt wesentlich angenehmer, wenn ich Schlapfen habe, weil meine Schlapfen sind, bevor ich hergeflogen bin, aufgerissen und ich habe bis dato jetzt noch keine Kraft, aber das werden wir jetzt gleich mal erledigen und später, so gegen 5, 6 werde ich mich dann einmal am Strand hauen, das heißt hauen, ich werde am Strand einfach eine Runde gehen, Schritte sammeln, also ich bin jetzt grundsätzlich keiner, der was am Strand liegt, da wird man einfach fad, das ist das juckt mich überhaupt nicht. Also, mir genügt es, wenn ich weiß, ein Strand ist in der Nähe. Ich bin auch keiner, der was ins Meer geht, juckt mich gar nicht. Generell, so, ich war zwar da draußen schon im Pool, aber halt auch noch so Minuten zum Abkühlen. Das juckt mir einfach nicht so ins Wasser gehen. Ich sitze echt lieber mit dem Laptop irgendwo. Hab meinen Kaffee und mir genügt das Gefühl zu wissen, okay, draußen scheint die Sonne, da drüben ist irgendwo ein Meer und das passt für mich. Andere müssen jeden Tag 3-4 Stunden mehr liegen, brauche ich nicht. Ja. Was man auch verstehen muss ist, ich brauche ja meinen
Alltag mit gewissen Routinen. Ja. Ich bin jetzt nicht da 3 Wochen auf Urlaub und muss tagtäglich was Neues machen, dort was machen, da was machen, bla bla, sondern ich lebe halt da jetzt. Und ich brauche trotzdem einen geregelten Alltag, damit ich was weiterbringe. Natürlich wird es Tag geben, wo ich mal was mache, wo ich einen Ausflug mache, aber natürlich nicht jeden Tag. Also so wie heute der Tag ist, so schaut er in der Regel dann auch aus. Ja, so hat er in den letzten Tagen ausgeschaut, seit ich da bin. Hey. Do you have 44? Yes. 44. Black one, yeah? Yeah. Yeah, black one, 44. How much? Nah, 350. No, it's too much. How much? 100. How much? 100. No, no, no. Give you 100. One more price. Last price 100. Last price 200, eh? No, 100. More than 100. Please. Pardon? More than 100. 100. 150. Hmm? 150. No. 150. 100. Sorry. Huh? 100. Huh? Okay. Yeah. So, ich habe mir gefälschte Birkenstock-Schlapfen um 5,80 Euro gekauft. Ob das da jetzt teuer ist oder ein Schnäppchen ist, I don't know. Jetzt füllen wir sie noch Wasser. Dann gehe ich wieder zurück zum Papier. Wir haben ein paar Schritte gesammelt. Also, wenn ich mir jetzt für die letzten 5 Leute, die was die Check-ins gemacht haben, die Erfolge anschauen, dann haben wir da dabei minus 2 Kilogramm in einer Woche, also jetzt in der letzten Woche. Dann der nächste hat in den ersten 4 Wochen 4 Kilogramm verloren. Dann dritte Person hat 1,2 Kilogramm in der letzten Woche verloren. Vierte Person hat 1,4 cm am Bauchumfang verloren. Und fünfte Person hat 0,8 cm Bauchumfang verloren. Das heißt, jeder hat wieder gute Fortschritte gemacht. Und am Ende des Tages, wenn du abnehmen willst, wenn du Fett abbauen willst und du weißt nicht, was du anfangen sollst, dann melde dich einfach bei mir. Im Grunde gibt es 2 Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Einmal mit meinem 12-Wochen-Programm oder einmal mit meinem 12-Wochen-Coaching. Wo ist jetzt der Unterschied? Das 12-Wochen-Programm ist was, das legst du über die Homepage zu, dilinlife.at, und dann kriegst du automatisch dieses Programm per Mail zugeschickt. Du hast über 100 Seiten, wo alles zum Thema Krafttraining, Ernährung, Fettabbau erklärt wird, wie alles funktioniert. Ich zeige dir, wie Kalorienzählen funktioniert. Du hast einen Kalorienrechner dabei, den habe ich selber erstellt. Du hast 100-fach bewährte Trainingspläne dabei, wo du frei entscheiden kannst, wie oft dass du trainieren willst. Du hast eine Excel-Datei dabei, wo du deinen Fortschritt tracken kannst und so weiter und so fort. Und ein Mindset-Workbook, ja, hast du auch dabei, wo du einfach deine Glaubenssätze veränderst, ja, wo du einfach lernst, wie du disziplinierte Person wirst, wie du Durchhaltevermögen aufbaust. Das ist einmal der eine Part, das machst, da arbeitest du selbstständig damit mit dem Programm. Es gibt als Supportmöglichkeit dann unsere Facebook-Gruppen, wo du, wenn du Fragen hast, schreibst du einfach in die Gruppe ein und da kriegst du eine Antwort. Und dann gibt es eben das Coaching. Ja. Im Coaching ist es so, dass du alles von mir individuell auf den Alltag zugeschnitten kriegst. Das heißt Trainingsplan individuell, Ernährungsplan individuell, plus ich stehe dir 24/7 von Montag bis Sonntag zur Verfügung. Wenn du Fragen hast, wenn was unklar ist, wenn du was wissen willst, ja, kannst du jederzeit auf WhatsApp schreiben. Genau, die 2 Sachen gibt es. Ja. Mit den 2 Sachen habe ich insgesamt über 400 Leute schon geholfen beim Abnehmen, beim Fettabbau. Und eins von den 2 Sachen hilft dir zu 100% dir weiter.
je nachdem, was du eben dann halt auch brauchst. Wenn du sagst, dir genügt das Programm, du bringst es selbstständig allein hin, dann nimmst du das Programm über die Homepage. Und wenn du sagst, du willst Betreuung dazu haben, du willst das individuell auf dich zugeschnitten haben, dann gehst du auch auf die Homepage, dort buchst du ein kostenfreies Erstgespräch und ich rufe dich dann zu dem Zeitpunkt an und wir besprechen deine aktuelle Situation. Und dann kannst du frei entscheiden, ob du im Coaching einsteigen willst oder nicht. Das juckt mir jetzt genau 1-2 Minuten. Dann fahre ich wieder raus. Schau, jetzt zeige ich dir meine Birkenstock-Big. Original Birkenstock. Original vom Kiroxmann. Da werden wir jetzt ein bisschen den späten Nachmittag genießen. Ein bisschen Schritte sammeln. Und dann holen wir da dabei zum Essen. Ein gutes Händel mit Reis. Das taugt mir schon, wenn ich da am Strand entlang gehe, wenn da hinter mir die Sonne ist. Das ist schon leidend. Ja, das genieße ich ja. Dabei bleibe ich stehen und nehme das alles bewusst auf. Aber dass ich mich da jetzt irgendwo auf der Liege lege, über den Tag, das ist was, das interessiert mich null. Die Sonne geht langsam unter, das ist die zweite Mahlzeit. Das ist jetzt diesmal mit Eierreis, Fleisch mit Eierreis und sicher Chips. So lässt sich das Leben. So lasst es das Essen. Geil. Das Ding ist halt, morgen habe ich 3 Calls. Heute habe ich gar keinen gehabt. Morgen habe ich 3 Calls. Es sind 20 Uhr um Mitternacht und um 1 Uhr vor, weil ich ja 6 Stunden vorn bin. Also da ist in Österreich, Deutschland, Schweiz 14 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr. Das ist halt das, mit dem was ich klarkommen muss, dass ich meine Calls in der Regel eher sehr spät haben wir. Aber das gehört dazu. Damit ihr das kurz seht, das ist der Lean Life Inner Circle. Das sind die Coaching-Kunden. Da sind jetzt 41 Leute in ihrer Gruppen drinnen. Und das ist die Facebook-Gruppe von der Lean Life. Ja, jeder, der was sich das Programm kauft, ja, mit dem, was man selbstständig arbeitet, kommt in diese Gruppe rein. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn wer was wissen will zum Programm, dann schreibt er das in die Gruppe rein und dann kriegt er so schnell wie möglich eine Antwort. Da sind jetzt aktuell 193 Leute drinnen, kann aber dazu sagen, dass da sicher 150 bis 200 Leute nicht drinnen sind, die was sie das Programm gekauft haben. Also du musst nicht reingehen, du kannst das Programm kaufen und gehst halt nicht in die Gruppen, aber es ist halt eine Gruppe der Gemeinschaft, ja, und man kann sich da halt gegenseitig pushen, motivieren, Fragen stellen, wie auch immer. Ja. Jetzt habe ich noch 2 Feedbacks zu machen, das sind die letzten 2 für heute und dann gehe ich essen. Das Ding ist, der ist zum Beispiel gleich gegenüber von mir. Aber ich kann das von dem Standl nicht essen. Also da habe ich Angst, dass ich eine Krankheit auffasse. Wobei es bei mir egal war, weil ich sowieso nicht krank werden kann. Also ich habe die Grundeinstellung, dass ich nicht krank werden kann. Und ich will auch nicht krank. Ich bin auch nicht krank und ich will auch nicht krank. So schaut es da am Abend aus, wobei es da jetzt unter Anführungszeichen ruhiger ist. Ich bin am Freitag einmal eine größere Runde gegangen am Abend. Also da ist drunter und drüber gegangen.
ich bin grundsätzlich da froh, wenn ich wieder wegkomme. Also ich bin jetzt bis Sonntag da, aber die Ortschaft da, das taugt mir gar nicht. Das ist mir zu much, zu viel Leute, laut, alles was ich eigentlich nicht will. Jetzt habe ich mir schon was rausgesucht, wo ich höchstwahrscheinlich dann am Sonntag hinfahre. Und dann schauen wir das gut an. Also da sollte es wesentlich ruhiger sein und angenehmer. Und das schauen wir uns dann an. Das schaut gut aus. So, it was this one. This satay ayam. The chicken skewer? Yes, please. And a bottle of water. Do you have sparkling water? Sure, we have sparkling water. Yes, sparkling water, please. So one sparkling water for you and one chicken skewer, which is yes, that's right. Thank you very much. Also das schaut einmal richtig geil aus. Wir haben da Chicken mit Erdnussbutter drüber, Reis, dann solche, keine Ahnung, und ein bisschen Gemüse. Also mit der Mahlzeit bin ich definitiv sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, ob es halt geil schmeckt. Der balinesische Reinhard Fendrich, der spielt es nicht so schlecht. It was perfect. Really, really good. Well done. Das Essen dort war jetzt richtig geil, das hat super gepasst. Es gibt jetzt daheim nur 40 Gramm Eiweißpulver und dann habe ich meine Kalorien getroffen und auch mein Eiweiß getroffen. 200 Gramm Eiweiß jeden Tag. Wie gesagt, AI kann das Ganze nur schätzen. Ich schätze so gut wie möglich, so genau wie möglich und versuche auch einfach nur mein Bestes zu geben. Und wenn ich mein Bestes jeden Tag gebe, dann passt das. Ich habe jetzt den Alltag, den was ich auf Bali lebe, nochmal rausgeschrieben. Ja, das sind die Sachen, die was ich einfach über den Tag mache. Das heißt, ich habe meine Morgenroutine, check, Training, check. Ernährung, check. Das heißt Kalorien getroffen, Protein getroffen. Pre-Workout-Mahlzeit, Post-Workout-Mahlzeit, drei Hauptmahlzeiten und ein Shake am Abend. Dann die To-Dos für die Lean Life sind erledigt. Schritte mindestens 12.000 aktuell. Heute habe ich 18.000 oder so, 17.000 oder 18.000. Dann 4 bis 5 Liter Wasser, A-Lucke erreicht. Und was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, dass ich wirklich jeden Tag in die Sonne gehe. Einfach am Abend eine halbe Stunde am Strand entlang gehe, gibt Energie. Ist geil, ja, gibt Energie. Einfach im Moment bewusst wahrnehmen. Wie gesagt, ich habe gesagt, so am Strand liegen oder sowas, der Typ bin ich überhaupt nicht. Aber so eine halbe Stunde am Strand entlang gehen, Sonne genießen, Energie tanken, das tut gut. Es ist jetzt 21:30 Uhr auf die Nacht, ich werde mir jetzt nur die 40 Gramm Eiweißpulver reinhauen. Dann werde ich noch das Video schneiden, damit ich es morgen gleich aufhaue auf YouTube. Und ja, so schaut mein Alltag aus, von der Früh bis am Abend. So schaut in der Regel jeder Tag aus. Natürlich, wie gesagt, gibt es Tage, wo ich mir irgendeinen Ausflug mache, mir was anschaue, das ist ja logisch. Aber in der Regel schaut es von mir von der Früh bis am Abend der Tag so aus. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Video und habe die Ehre.